Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Valheim. Und wie ihr seht, benutzen wir schon wieder das Portal, um nach hinten zum Ozean zu kommen. Wir haben ja noch eine Trollhöhle zu machen und ein Dungeon, was ich markiert hatte. Und Frank geht jetzt mit mir gemeinsam in diese Richtung. Auf dem Weg machen wir aber hier noch so einen Spawnplatz kaputt. Und finden auch wieder solche Steingebäude, wo wir natürlich auch wieder looten gehen. Da gibt es auch wieder Skelette und ganz oben auch eine Kiste. Also einfach alles looten, was geht. So, und jetzt hat Frank ein weiteres Dungeon gefunden. Das ist gar nicht das. Ich gucke nämlich gerade auf der Map. Das ist gar nicht das, was ich entdeckt hatte, sondern das ist schon wieder ein weiteres Dungeon. Und na klar, das markieren wir uns erstmal und ab geht's rein. Thank you.
Nachdem wir jetzt dort natürlich alles mitgenommen haben, was geht, begegnet uns draußen mal wieder ein Schamane. Und den müssen wir natürlich auch erstmal bekämpfen. Und danach sind wir leider mal wieder voll. Und wir müssen schon wieder nach Hause reisen. Aber durch unser Portal ist es natürlich gar kein Problem. Und einfach rein, raus, zack. Nach Hause reisen, abladen und weiter geht's. Was wir natürlich nicht vergessen dürfen, sind natürlich unsere Bienchen. Wir haben ja 4 Bienenstöcke und ja, Honig ist ganz, ganz wichtig. Deswegen müssen wir auch erstmal das looten. Und ich gehe mal kurz rüber zu den Karotten. Ja, und die können wir ernten. Geil. Dadurch erhalten wir neue Rezepte. Eine Karottensuppe können wir jetzt machen. Jetzt kann ich erstmal alles abernten. Und natürlich brauchen wir jetzt auch eine weitere Kiste in der Küche. Und da tun wir dann die Karotten rein. Aber erstmal in den Kessel schauen, was braucht man denn alles für eine Karottensuppe? Dafür braucht man einen Pilz und 3 Karotten. Natürlich müssen auch wieder weitere Karotten angepflanzt werden. Wir wissen ja diesmal, die Karotten müssen ziemlich mit großem Abstand gepflanzt werden. Also Pflug in die Hand nehmen und Karotten einpflanzen. So, und jetzt probiere ich mal diese Karottensuppe zu kochen. Beziehungsweise Frank hat sie gekocht. Und wir können jetzt auch mit 3 Karotten die wiederum einpflanzen, damit wir wiederum 3 Samen herausbekommen. Das ist, glaube ich, gar nicht mal so schlecht, wenn man das macht. Dann müssen wir nämlich nicht mehr im Schwarzwald nach Karottensamen suchen. Das heißt, alles getan, abgeladen, neu gepflanzt, geerntet und so weiter und so fort. Und es geht wieder zurück. Und wir wollen jetzt endlich das machen, was wir eigentlich machen wollten. Nämlich zur Trollhöhle. Und dort angekommen, stand hier vor der Höhle schon ein weiterer Troll. Und den müssen wir erstmal platt machen, ne?
So, Troll ist platt, aber, was heißt aber? Frank entdeckt gerade, dass es diese besondere Holzart gibt in dem Wald. Also es ist schon mal gut, dass wir das in einem Schwarzwald bekommen. Und jo, jetzt geht's endlich in die Trollhöhle und dort ist natürlich auch wieder ein Troll drin. Und ihr kennt's, so wie wir es immer machen, ein Rein-Raus-Prinzip, wenn der Troll kommt, kurz bevor er dich schlagen kann, einfach aus der Höhle rausgehen, kurz warten, dann geht der Troll wieder nach hinten in die Höhle. Und Frank hat versucht, den Troll zu schlagen. Man kann ihn aber anscheinend nur einmal treffen, denn Frank wurde zweimal getroffen und er ist leider gestorben. Also das funktioniert leider nicht. Ich glaube, die beste Methode ist halt wirklich, mit Pfeil und Bogen vorzugehen und einfach rein raus. Also, finde ich ganz gut so. So, der Troll ist erledigt, die Trollhöhle ist fertig. Und jetzt gucken wir mal, wir haben ja hier hinten noch dieses Dungeon zu machen, dass man jetzt in die Richtung geht. Und da sind wir auch schon angekommen. Und natürlich wird auch diese Grabkammer, dieses Dungeon gemacht.
Völlig überladen geht's wieder durch das Portal nach Hause. Dort werden wir uns erstmal richtig schön wieder abladen, so wie es ist. Und das klappt ganz prima. Und wenn ihr das euch jetzt mal anschaut kurz, der Frank hat nämlich gemeint, mach mal die Map auf, du siehst richtig, wie man fliegt. Also er hat gesehen, wie ich fliege. Und jetzt gucken wir mal auf der Map. Er geht jetzt gleich durchs Portal und dann sieht man richtig, wie er über die Map fliegt. Zack. Sieht so geil aus. Kannst sogar die Leute über die Map verfolgen, wie sie dieses Portal benutzen. Sau geil. Ja, ansonsten müssen wir jetzt halt gucken, ne? Also in der nächsten Folge, die wird auch wieder live stattfinden, da müssen wir jetzt unbedingt mal den Händler suchen. Und hier gucke ich gerade, wo könnte der Händler eigentlich noch sein? Tja, wir haben noch ein bisschen was aufzudecken. Der könnte eigentlich ja in jeder Richtung sein. Ich denke mal nicht beim zweiten Boss. Irgendwo hier noch bei uns in der Nähe, irgendwie über den Fluss oder über den See drüber, keine Ahnung. Wir werden es gemeinsam erleben und ich freue mich auf die nächste Folge Valheim. Bis dann!